So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Letztes Mal hatten wir den Ninchiban und ganz viele Musiklevel. Und jetzt kommen die Level von Alina dran. Peach's Curse, One Sky, One Screen, One Challenge und The Sky is not the Limit. Wait, kennen wir die nicht schon? Wait, ist das... Jetzt bin ich verwirrt. Ja, das kennen wir, das sind Reuploads. Okay, aber die Levels sind cool, wir spielen die einfach nochmal. Das waren coole Level. Hat sich ja irgendwie verändert und dann ist es jetzt doch mal fast, dass wir ein neues Level spielen. Kann ja sein. Ach ja, ich erinnere mich. Das Feuer hier musste man mitnehmen. Dafür weiß ich jetzt schon die Lösung. Das ist doch auch schon mal was. So. Nom. Und bam! Okay, wir gehen ohne Yoshi hier rein. Das hat nicht hingehauen. Das auch nicht. Aber ja, in dem Schlossabschnitt gab es dann Punktlandung. In dem Schlossabschnitt gab es dann den Peach Switch. Und jetzt aber. Wie schaffe ich es denn genau auf denen zu landen? Ah. Und jetzt aber. Jawohl. So. Toll, alles gegessen, nur nicht, was ich essen wollte. Besser. Zack. Diesmal kriegen wir Yoshi mit. Sehr gut. Tschüss, Yoshi. So. Wo war jetzt der Aua. Switch. Ich weiß es nicht mehr. Da nicht. Okay. Daran konnte ich mich jetzt gar nicht erinnern. Da war er. Also ist mein Yoshi natürlich weg. Oh Gott, jetzt... Ja, muss ich hier aufpassen. Hilfe.
Nein, der Pilz ist weg. No. Wie genau? Nein, Yoshi ist auch weg. Ich habe nur diese eine Chance. Okay, wir haben's. Puh. Das war aufregend. Das war aufregend. Uff, okay, sehr schön. Aber ich weiß nicht, warum sie sie reuploadet hat. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt anders war. Ich kann mich halt einfach nicht erinnern. So, kriege ich das Rätsel noch hin? Ich habe es damals gelöst, aber ich weiß nicht mehr, wie es ging. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Da war irgendwo ein versteckter Block. Das weiß ich noch. Irgendwo war ein versteckter Block und den hatte ich erst nicht gefunden. Irgendwie so war das. Und zwar hier irgendwo war ein Stern oder was. Ja, eine Bombe. Eigentlich brauche ich das gar nicht mitnehmen, ne? Das ist Quatsch, was ich da tue. Alter! Lass mich in Ruhe! Eieiei! Nein, die muss rüber. Nicht ganz, was ich wollte. Nein, ich wollte ihn nicht auslösen. Jetzt muss ich wieder warten. So, genau so. Zack. 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 Okay. Das hier, Sky is not the limit. Weiß nicht, ob ich mich daran noch erinnern kann. Bin mir nicht sicher. Nee, das ist jetzt. Ist das. No, das kenne ich nicht. Würde ich jetzt mal behaupten, oder? Kenne ich das? Es könnte schon sein, dass ich es kenne. Jo, hier ist kein Platz für uns beide. Mach Abflug. Nice.
Doch, das kenne ich auch. Ja. Das war nicht so klug. Oh nein, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Okay, jetzt. Nein! Nein! Ah! Hui! Ah, Blume. Oh, das war knapp. Jetzt hätte ich fast Quatsch gemacht hier. Eieieiei. Okay. Wenn wir den haben, haben wir gewonnen. Abflug. Oh, muss man den besiegen? Ich glaube nicht. Also nicht richtig den Mond halt einsammeln, ne? Töten muss man ihn schon, aber nicht als Kampf. Yay! Aber ja, es kam, die Erinnerung kam dann wieder. Mit der Zeit. Das Intro war nur unbekannt. Für mich. Okay. Dann waren es jetzt leider keine neuen Alina-Level, aber wir haben die alten nochmal gespielt. Vielleicht auch für Leute, die Alina noch nicht kannten. Gerne ihr folgen. Die Maut, auch sehr coole Level. Jetzt möchte ich nochmal hier hingehen. Ich habe mir nämlich in der Zwischenzeit einmal angeschaut, wie Panga das Ganze gespielt hat. Der hat sich natürlich den Weltrekord gesnackt. Logischerweise. Und er hat eine andere Route. Wer hätte es gedacht? Und zwar macht er hier... Der macht ganz wilde Sachen. Er springt hier auf den Kollegen drauf, auf den mittleren. Nutzt dann irgendwie so einen Triple Jump. Bis hier macht er den Triple Jump. Dann läuft er hier runter, hüpft hier ab, geht hier hoch. So, das ist im Prinzip das, wie wir es kennen. Eigentlich geht jetzt auch da oben rum, das habe ich jetzt irgendwie versaut. Und dann geht es halt... Nee, Quatsch, das war jetzt auch wieder falsch. Hier geht er ganz normal rüber, wie wir das auch immer gemacht haben. Das hat er auch so gemacht, wie wir. Dann halt hier runter. Und dann hier einfach so ein bisschen hier rum. Und dann zum Schluss hier durch den Block durch. Aber der Anfang ist wild. Ich denke, diesen wilden Anfang lasse ich weg, aber den Schluss so zu spielen, wie er es gemacht hat, sollte möglich sein. Das sah nämlich gar nicht so verkehrt aus. Aber ich lasse mal meinen Anfang, ich komme sonst nicht klar. Da verliere ich ein bisschen Zeit, das ist okay. Dafür habe ich jetzt eine relativ gute Taktik gesehen, wie man untenrum dann weiterkommt. Ah, Mist. Egal. Egal. Ja, jetzt ist es nicht mehr egal. Okay. Das war ja kompletter Quatsch. Nein, zu bald. Ich muss da dann schweben, sobald man fällt. Beim ersten Mal fallen schwebt man, dann kommt man nämlich ganz gut über den ersten Knochentyp drüber. Und dann bei den Kugeln muss man halt ein bisschen besser ausweichen.
bisschen besser ausweichen. Und dann der Trick, den ich halt noch nicht gewusst habe, beziehungsweise einfach nicht gesehen habe, ist, dass man beim Ziel halt direkt durch den Block durchziehen kann. Wenn man das ordentlich hinbekommt, ohne dass er sich an die Wand hängt. Das macht halt auch nochmal eine Sekunde oder so aus, ne? Das, ich bin so blöd, das gibt's doch nicht. Ah, ja, so wird's halt wieder nix. Aber wie er hier zu diesem Triple Jump ansetzt, ist auch echt krass. Also. Das sieht dann immer so einfach aus und wenn man es selber probiert, haut es überhaupt nicht hin. Ne, der macht irgendwie. Ja, genau das macht er. Der macht irgendwie hier. Ja, aber ich springe ja in den anderen Typen rein. Wie macht der das denn? Ich check das nicht. Ja, irgendwie so diesen Triple Jump, genau. Und dann geht's hier halt weiter. Eigentlich springt er dann jetzt da ab. Nicht so wie ich. Eigentlich schwebt er dann jetzt hier und dann geht's hier weiter. Ja, das hat gut funktioniert auf jeden Fall. Na, da macht er den Triple Jump draus. Okay. Ich verstehe schon, wie er es macht. Okay, ich verstehe schon, wie er es macht. Ist trotzdem enorm präzise. Eieiei. Ah, weil ich dann da nicht hochkomme mit dem zweiten. Ah, genau das meine ich. Ich komme da nicht hoch. Ich muss ja so knapp hochspringen, dass der Triple Jump dann über die Lücke kommt. Also nicht über die Lücke, aber über die Ecke. Ja, es ist noch nicht so perfekt. Dann auf jeden Fall hier abspringen. Das hat jetzt wieder nicht hingehauen. Aber dann hier auf jeden Fall. Hier rum. Irgendwie so. Und dann aber hier halt einfach ein bisschen... genau das darf halt nicht passieren, ne? Dieses Hängenbleiben da, das ist halt tödlich. Und dann kommt man aber hier ganz gut durch. Durch diesen Block. Das ist dann noch der letzte Trick. Ah, Gott, aber es ist nicht angenehm. Es ist nicht angenehm. Trotzdem, ich habe das Gefühl, ein bisschen kann ich meine Zeit noch verbessern. Ja, das sah halt schon besser aus. Das nicht. Das war jetzt wieder Mist. Ist aber egal, zum Üben müssen wir weiterspielen. Jetzt aber nicht mehr. Nein, was mache ich denn? Nein. Puh. Das war optimal. Nein, jetzt bin ich da eingeblieben. Das ist halt noch nicht optimal jetzt, ne? Ist klar, aber wir spielen da trotzdem weiter. So muss ich das machen. Aber dann bleibt. Ich muss es aber irgendwie so machen, dass ich da direkt oben wieder ankomme. Weil sonst schwebe ich zu lange weiter. Was dann leider wieder Zeit kostet. Ich wieder an die Scheißwand gehangen. Ah, es darf nicht wahr sein.
darf nicht wahr sein. Das war gerade gut. Es war noch nicht optimal, ne? Aber es war echt besser. Nein! Mann, ey. Nein, und jetzt bin ich wieder zu weit gesprungen. Oh. Ja, das... Einmal hatte ich es ja bisher ganz gut hinbekommen, ne? Einmal hatte ich es bisher hinbekommen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich bleib immer noch hängen. Ich bleib immer noch hängen. Naja, das... Da ist der so knapp irgendwie hoch, dass er halt gerade oben gelandet ist und direkt weiter konnte. Damit er eben da keine Zeit verliert. Ja, das war schon ein bisschen besser, aber immer noch nicht perfekt. Ja, irgendwie so. Irgendwie so. Man muss halt möglichst schnell wieder landen. Das ist halt der Trick. Nein! Nein, das wäre so eine gute Zeit geworden. Und ich hab den Trick. Das ist es. Das ist der Sprung. So muss ich's machen. Okay, bisher haben wir kaum Verlust. Kein Quatsch jetzt machen. Scheiße. Na, jetzt komme ich halt nicht hoch. Na, keine Chance. Ah! Ärgerlich. Ah, nicht ganz. Ach so, ich lasse mich kurz zwischendurch fallen. Okay, verstanden. Das macht's einfacher. Ja. Hier dann so ein bisschen durch. Ah, ich... Er kommt da so perfekt durch diesen Block durch, das kriege ich ja auch wieder nicht hin. Er kommt so perfekt durch diesen Block durch und er hängt sich einfach nicht an die Wand. Ah, jetzt habe ich mich natürlich stark verbessert, gar keine Frage. Aber es geht besser. Das geht besser. Das geht deutlich besser. Ah, das ist halt hier, ne? Hier verliere ich jetzt schon Zeit. Das ist klar. Das war gut. Das nicht. Scheiße. Ah, man. Na, das ist wieder nicht das, was ich wollte. Das ist, was ich wollte. Das ist, was ich wollte. Das ist was. Naja, bisschen lange geschwebt eigentlich, fast. Fast ein bisschen zu lange geschwebt für meine Begriffe. So, wie komme ich jetzt hier? Wie komme ich da vernünftig durch? Das ist die Frage. Wie komme ich da vernünftig durch diesen Block durch? Oder kann ich den Block vielleicht doch irgendwie umgehen? Ich hasse dieses Randkleben. Aber klar, das soll halt die Schwierigkeit sein. Nein, ich schaff's nicht. Ich krieg's nicht mehr hin, ne? Okay, trotzdem relativ guter Durchlauf soweit. Da war ich wieder ein bisschen langsam. Ich
glaube, ich werde trotzdem lieber... Ich werde es nicht mit den Blöcken machen. Ich pfeife auf 0,5 Sekunden oder so. Und komme dafür trotzdem am Rand einfach hoch. Ich denke, das ist trotzdem noch schneller, als wenn ich da versuche, durch den Block zu kommen. Oh, das war gut. Dann versau ich's. Okay, ich will jetzt eigentlich nur noch den guten Start erwischen. Na egal, lass mal's zählen. Na, oh. Mist. Naja. Ah, zu niedrig. Nein, passt eigentlich sogar. Hat eigentlich sogar gepasst. Ja, nicht perfekt. Oh nein, was tu... Wait. Nee, das bringt nichts. Das vielleicht kann ich es retten, aber nee. Oh Mann, das ist so ein knapper, präziser Sprung. Oh wait, ich hab komplett komplett verpeilt, was ich tun wollte. Ich war irgendwie gedanklich wieder bei meinem alten Weg. Naja. Ja, das war nicht optimal. Okay, das war gut, das war gut, das war gut, das war gut, das war gut. Und jetzt mache ich halt einfach so. Es dürfte immer noch ein bisschen schneller gewesen sein. Aber wie exakt Panga einfach durch diesen Block durchgezogen ist. War es jetzt besser als vorhin? Ich glaube ja, ne? Nee, es ist einfach... Es ist einfach ex... Was? Es ist die exakt gleiche... Habe ich was mit den Augen? Es ist 365 hinten, ne? Beide Male. Wow. Wow. Ich habe exakt die gleiche Zeit wie vorhin. Was zur Hölle? Auf die Millis mit... Also, okay. Ist okay, kann man mal machen. Ach, Scheiße. Na, wie habe ich das denn vorhin? Ich habe es zweimal bisher geschafft. Das heißt, es ist theoretisch auch für mich machbar, aber ich krieg's nicht mehr hin.
Ja, das war besser. Das war besser. Das war besser. Das war zwar auch nicht der optimale Weg dadurch, die Blöcke, aber es war besser. Damit schließen wir ab. Also besser wird es jetzt, glaube ich, wirklich nicht mehr. Ach, 757. Platz. Ja, komm, lassen wir es erstmal hier. Lassen wir es erstmal hier. Eieiei, das war es nochmal. Okay, das lassen wir nochmal so stehen. Das ist okay. Das ist okay. Eieieiei. Also tatsächlich ein besserer Weg. Also muss man sagen, hätte ich niemals von selbst gefunden. Coole Geschichte. So, was hätten wir jetzt hier noch als schnelles nächstes Level? Take a Bowser. Das ist schon wieder so ein Wabaros-Ding, was wahrscheinlich 3 Jahre dauert, wenn man es richtig spielen würde. Wir gucken kurz rein. Hi. Okay. Dinge sind passiert. Ach so, das ist einfach wie so ein Verfolgungsding von Bowser. Okay. Ah, da kommt eine Säge. Das ist wie das Verfolgungsding in dem 3D Mario halt. Ach, da oben sind die Redcore. Ach, ich kann ja direkt durch. Ich muss den gar nicht kaputt machen lassen. Ah, I see. Okay. Dann kann ich ja doch vorwaschen. Und ihn für... Ja, gut vorgewaschen auf jeden Fall. Ja, dann ist ja hier alles chillig. Oh, no. Gut chillig auf jeden Fall. Ey, was? Ich lerne es nicht mehr. Meine Lernkurve hat eine negative Steigung. Finde ich nicht gut. So, können wir jetzt hier einmal bitte durch? Danke. So. Hier müsste ich doch jetzt... Ach, guck mal, ich kann hier auch direkt rüber. Jo, Bausi. Wart mal kurz, wollte ich es noch sagen. Aber Bausi wollte nicht warten. Ja, das ist... Es passt aber auch... Ah, es passt halt da oben mit dem blöden Feuer nicht zusammen. Dass man da durchkommt. Soll wahrscheinlich auch so sein. Ist aber doof. Ah, so passt's. Jetzt, einfach durch. Nein. Aber wir hatten gut Vorsprung. Wenn wir das beibehalten, wäre das gut. Yeah.
Oh, so geht's noch schneller. Ja, moin. Dann passt das hier nämlich auch viel besser. Dann passt das hier auch viel besser. Und dann kann ich da auch besser durch. Nice, nice, nice. Juppe! Der kommt aber richtig fix an. Jo, Hilfe! Der ist ein bisschen fixer als der normale Boss Bowser. Oha. Du willst richtig wissen. Oh no! Der will's richtig wissen. Jetzt durch. Nice. Jetzt durch. Nice. Ich müsste da durch, bevor er die kaputt macht, die Dinger. Ich glaube, das kriegen wir aber auch hin. Ich glaube, das ist machbar. Ich will das nicht! Ich will es nicht mitnehmen. Ich will es nicht mitnehmen. Mann. Ich wollte das nicht. Oh no! Mensch. Oh no. Kein Kommentar. Oh nein. Jetzt ist natürlich wieder alles kaputt. Nein, ich komme da. Okay, wenn ich da ganz schnell mich runterfallen lasse, sollte es hinhauen. Der geht noch nicht, der macht die noch nicht kaputt, erst wenn er im Screen ist. Wenn ich mich da direkt seitlich runterfallen lasse, sollte das klappen können. Das. Ah! Man landet immer auf den gleichen Scheißviechern. Das gibt's doch nicht. Ach. Doch, weg mit dir. Jetzt kann ich da ganz schnell. Nein! Jetzt passt das schon wieder nicht. Passt alles. So, jetzt hier einfach runter. Jetzt hat das wieder nicht gepasst. Perfekt. Und durch. Und durch. Nice. So. Wir hatten so einen schönen Vorlauf. Okay, wir haben den Vorlauf wieder. Und ich versau's auch wieder genauso. Oh mein Gott. Okay. Wenn ich das gewollt hätte, hätte das niemals funktioniert. Aber gut. Nehme ich so. Ist gar kein Problem. Was ist denn das hier? Ach, eine Röhre.
hab's nicht gesehen. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Nein! Kein Checkpoint! Warum? Ach, wegen den Red Coins. Aber die sind doch optional. Da wäre doch jetzt ein Checkpoint richtig nett gewesen eigentlich, ne? Ah, shit. Jetzt ist wieder alles kaputt hier. Ja. Ah, da wäre doch jetzt ein Checkpoint richtig nett gewesen. Wir hatten... Oh, Mann. Wir waren so weit. Mann, habe ich nicht gerafft, was los ist. Ah, Junge. Jetzt bin ich demotiviert. Ich wollte einen Checkpoint haben. Ein Checkpoint bekommen. Ach, Mist. Da war ja was. Ja, lol, so wird es auch funktionieren, okay. Zwar nicht, was ich gesucht habe, aber gut. Das hat leider auch nicht hingehauen, wie ich das wollte. Schade. Ja, dann mach halt keinen Wandsprung, Mario. Ist okay. Wo sind wir? 43 Minuten. Ich fürchte, das wird ein etwas längerer Part. Weil jetzt, ich habe hier noch genug Ehrgeiz, was das Level hier angeht. Ich will noch mehr von dem Level sehen. Ich hoffe, ihr auch. Jetzt schießt er gerade da oben. Das kann ich ja gerade gar nicht gebrauchen. Uff. Okay, einfach durch, einfach durch. Nice. So. Jetzt weiß ich Bescheid. Hier kommt mehr. Okay, viel mehr. Und kein Checkpoint. Ah. Ich will doch nur wieder zur Röhre. Ich will doch nicht im ersten Abschnitt jetzt wieder ständig verrecken. Das kostet doch nur Zeit. Ich meine, man kommt ja theoretisch recht fix hin, ne? So ist es ja nicht. Bin ja sogar schon wieder dort. So, man kommt halt wirklich schnell hin. Gebe ich ja zu. Eieieiei. Aber man hat halt so wenig Fortschritt und dann muss man immer alles nochmal machen. Das ist halt frustrierend, wenn es keinen Checkpoint gibt. Ja.
Na, ist mir zu viel. I'm sorry. Ist mir zu viel. Gut. Jetzt gucken wir mal, was uns noch alles fehlt. Mi Music Kaizo, das könnte auch wieder so ein Reupload sein. Medley, Musikdings, 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 alles WBC. Benny Boy hatten wir schon, nochmal WBC. Den machen wir gleich noch, den Bubble Man. Und das war's. Wir sind faktisch durch. Es fehlt halt nur noch WBC-Kram. Wir sind faktisch mit der Liste wieder oben. Holy moly. Wir sind faktisch mit der Liste wieder oben. Unglaublich. Ah, okay. Da ist ja extra der Pfeil. Es funktioniert also, man kann einfach über das Ding drüber laufen. Lol. Ah, den habe ich nicht geschnallt. Habe ich den nicht. Die Musik ist halt auch göttlich einfach. Ah, Mega Man Musik ist so gut, ne? Mega Man Musik ist einfach so effing gut. No joke. Liebe es. Was haben wir denn jetzt noch von ihm für Lieder? DuckTales, okay. DuckTales können wir auch noch fix machen. Ja, Slam Dunk, weiß nicht, brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Rhythm Heaven brauchen wir vielleicht auch nicht unbedingt. Das hatten wir schon mal, das ist wieder so ein Reupload. Das hatten wir auch schon, glaube ich. Machen wir DuckTales noch und dann... Ich glaube, das ist aber auch ein Reupload, ne? I decided to revise it, ja. Aber das spielen wir kurz, weil es ein schönes Lied ist. Und dann schließen wir ab. Dann haben wir die Liste aufgeholt und dann glaube ich, bis zum... Müsste eigentlich schon wieder eine Aufnahme mit Dani stattgefunden haben in der Zwischenzeit. Sodass jetzt vielleicht wieder 4 oder 5 Folgen graue Eminenz kommen. Oh, es ist so gut. Und was ich dann auch bald aufnehmen möchte, wenn es kommt, ist natürlich... Wait, ich habe keinen Schlüssel. Ah. Ist natürlich der, Mario 35-Dings, ne? So wie Tetris 99 kommt ein Mario 35. Das wird auch super. Da freue ich mich ja mega drauf. Mit jedem Gegner, den du tötest, schickst du zu deinen, Gegner, also zu den Mitspielern sozusagen. Nice. Das wird cool. Das wird einfach nur cool. Da bin ich schon sehr gespannt. Okay, aber damit schließen wir hier ab. Nice Sache, wir sind soweit durch. Fallen euch irgendwelche Level ein, wo ich mal gesagt habe, die möchte ich noch machen oder so, dann bitte sagt's mir. Ich, das Ding ist, die Liste hier ist nicht, ist mittlerweile etwas unübersichtlich. Man müsste es noch sortieren können nach bereits gespielt und noch nicht gespielt. Oder kann man das vielleicht? Nee, kann man nicht, ne? Ich habe hier nur aktualisieren. Aber da sind wir, wie man sieht, ganz oben. Und das müssten wir jetzt nochmal zusätzlich sortieren können nach gespielt und nicht gespielt. Was ist das? Achso, da komme ich einfach hier raus.
Okay. Okay. Vielleicht machen wir auch noch einen Part mal wieder endlos. Mich würde es reizen, mal wieder eine Runde sehr schwierig zu spielen. Vielleicht mache ich da noch schnell einen Part. Mal gucken. Danke fürs Zuschauen jedenfalls an der Stelle. Und tschüss.